Moin, hallo und willkommen zurück zu Cooks Serve Delicious. Gucken mal, wo wir aufgehört haben. Okay. Speicher, Spielstand. Wo haben wir denn aufgehört? Im Karrieremenü, keine Nachrichten da, sehr gut. Neues Essen können wir vielleicht nochmal kaufen, ne? Haben wir ein bisschen Geld über? Ah, es geht so. Was haben wir denn hier? Bier kostet. Boah, 1000? Mann. Das ist ein bisschen hardcore. Was haben wir hier? Eine Kartoffel. Kostet noch mehr. Das ist ja großartig. Lasagne könnte man vielleicht sogar. Das wäre mal ein bisschen was anderes hier. Was haben wir denn sonst noch? Fisch? Frischer Fisch? Das ist aber auch mega teuer. Hähnchenbrust? Auch zu teuer. Was haben wir hier noch? Pasta. Kostet auch 1000. Boah. Ist ja alles super teuer. Pizza kostet 1600. Hamburger kostet 1200. Das ist auch schon hardcore, muss ich sagen. Steak ist klar. Mehr geht im Augenblick nicht, ne? Das haben wir schon alles gekauft. Tja, eine Lasagne wäre noch machbar. Ich würde sagen, wir kaufen eine Lasagne mal. Die kommt jetzt hier zack in unser Repertoire. Jawohl, ja. Equipment, können wir da noch was kaufen? Oder haben wir da noch was? Wie sieht denn das aus? Das können wir noch nicht kaufen. Da können wir auch noch nichts kaufen. Und da können wir auch nichts kaufen. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir das Menü nochmal durch. Okay, die Jungs haben keinen Hunger mehr auf... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie konnte mir sowas passieren, Mensch? Ist doch mal ein Restaurant hier. Pommes ist auf jeden Fall auch aus. Dann gibt's jetzt am besten was Einfaches. Was gibt's denn da? Corn Dogs ist einfach, obwohl Nachtisch. Super Pias, genau so hießen die Super Pias. Dann machen wir Hähnchen dahin. Lasagne gibt's diesmal als Hauptgericht. Und Brezel gibt's dann als Nachtisch noch. Zusammen mit Salat. Wobei der Salat ist schon aufgewertet und Getränke sind aufgewertet. Muss ich mal gucken. Ich muss die anderen Sachen auch mal ein bisschen aufwerten, damit die Leute da irgendwie noch was Tolles haben. Aber dann wird's natürlich auch alles schwieriger. Aber ich muss ja gucken, dass ich auch noch ein bisschen Kohle reinkriege, weil wir wollen ja nicht ewig auf der Anfangsstufe bleiben hier. Kommt, neuer Tag, neues Glück. Ich hoffe, ich kriege das noch hin. Ich muss erst wieder reinkommen hier. Los geht's. Eine Lasagne, Pasta, Soße. Was möchtest du haben? Cheese und Parmesan. Also möchtest du das volle Programm haben, richtig? Nee, Moment, hä? Muss ich denn mehr Soße? Ne, ich muss das ja... Ach du meine Güte. Immer noch nicht? Ich möchte gerne... Darf ich? Ne, noch mehr Soße. Cheese und Parmesan. Parmesan. Alter, ich habe keine Ahnung. Ob das so eine gute Idee war, weiß ich nicht. So, jetzt müssen wir hier... Zack. Toll, wieder neues Rezept und ich habe wieder keinen Plan von gar nichts. Ping-Pong. War nicht gut. Sehr gut. Da muss ich erstmal gucken, wie das funktioniert. Fängt ja schon wieder gut an. Neue Sachen gekauft und kein Plan von gar nichts. Und der Kunde, muss es halt ausbaden. So, was möchtest du haben? Du sollst kriegst du, bitteschön. Aber man muss ja auch mal Sachen ausprobieren. Wobei, ich würde das vielleicht nicht im Geschäft ausprobieren, sondern erstmal so irgendwie. Oh, oh. Eine kleine Cola mit Eis. Bitteschön. Du möchtest Dingens haben. Es ist natürlich super, dass ich jetzt auch noch Dingens habe hier, die Inspektion. Das fehlt mir gerade noch. Du möchtest haben einen kleinen Tee mit Eis und Flavor. Salat. Thousand Island Cheese und Mushroom. Bitteschön. Thousand Island Cheese und OMG. Ich muss kurz Ranch. Und Mushrooms. 4. Oh je. Also das Pasta, Soße, Cheese, Parmesan ist R. Repeat the sequence. Okay, Pasta, Soße, Cheese und Parmesan. Pasta, Soße, Cheese und Parmesan. Das ist aber schwierig, muss ich sagen. Wie soll ich denn das hier machen? Ey, die Kunden, die sind alle unzufrieden. Thousand Island, Cheese und Greens. 4. Naja, immerhin. Warte, Cheese kriegst du. Das ist ja. Ich muss da schneller werden, auf jeden Fall. Aber ich muss jetzt mal die Tastenkombination mir angewöhnen.
Was haben wir denn? Cheese, Bacon, Onions und Greens. Keiner erzählen, dass ich hier nicht gearbeitet habe. Cheese und Greens, bitteschön. Und waschen und waschen und waschen. Tja, ich würde ja gerne mal noch eine Hilfe einstellen, hier, dass es ein bisschen schneller geht, aber ich glaube, das geht im Moment noch nicht, wa? Zwischen den Thousand Island, Cheese und alles. Ist ja egal, welche Reihenfolge. Hauptsache, der Kunde ist zufrieden. Und alles ist sauber. Ich hoffe, wir bestehen das hier. Was willst du haben? Dreimal Schokolade. 1, 2, 3. Bitteschön. So, ich hoffe, ich kriege das hier wieder rein, Rocky zu geben. Noch eine gewisse Zeit. Vanille und Sherry ist das. Ist hier mal ein bisschen Pause zwischen den Aufnahmen. Dann kann man das auch schon mal ein bisschen vergessen, hier was zu geben. 2 Vanille und Sherry. Wenn man das jeden Tag machen würde, ich glaube, dann wird man das irgendwann drinne. Dann wäre das kein Problem. Ja, natürlich wieder Rush Hour, ne? Was willst du haben? Jumbo Water. Kunde ist zufrieden, ich bin auch zufrieden. Jetzt gibt's gleich wieder Rush Hour. Natürlich ist die Inspektion jetzt wieder mitten in der Rush Hour, war ja klar. Bitte schön, alles sauber. Alles sauber. Kunde ist auch zufrieden und jetzt geht's los. Chicken. Lasagne. Pasta-Soße, Cheese und Parmesan, Pasta-Soße, Cheese, Parmesan, Pasta-Soße, Cheese, Parmesan, bam. Das geht schnell. Was ist denn? Pasta-Soße, Cheese, Parmesan, Pasta-Soße, Scheiße. Pasta-Soße, Cheese, Parmesan, Pasta-Soße, Cheese, Parmesan. Ist nicht perfekt jetzt? Oh oh. Ranch, Cheese und Mushrooms. Die war schon ein bisschen fertig, muss ich sagen. Jumbo Diät mit Eis. So, bitteschön. Was willst du haben? Jumbo Tee mit Eis und Flavor. Oh je. Pasta Soße, Cheese und Parmesan. Pasta Soße, Cheese, Parmesan. Pasta Soße, Cheese, Parmesan. Jetzt haben wir's. Komm schon. Pasta Soße, Cheese, Parmesan. Pasta Soße, Cheese, Parmesan. Pasta Soße, Cheese. Parmesan. 4. Kleines Wasser mit Eis und Flavor. Ich muss jetzt erstmal den Müll rausbringen, tut mir leid. Ich muss das gerade hier schnell sauber machen, muss ich noch. Weil Inspektion will ja, dass alles sauber ist, dann muss es sauber sein. Jetzt kann ich dich bedienen. Was willst du haben? Eine Large Grape. Das hier mit Eis und Flavor. Und du möchtest Butter. Bitteschön. Ich hoffe, die Inspektion ist gut gelaufen. Es ist schon wieder... Junge, Junge. Schwierig, schwierig. Zack. Gucken wir mal. Und bald ist Feierabend. Large Grape. Mit Eis und Flavor. Bitteschön. Und die Toilette ist auch sauber. Ich hoffe, wir haben die Inspektion bestanden. Jetzt ist nämlich der Tag rum. Kunden waren nicht zufrieden. 6 Stück schlecht, 3% Negativbasis. Naja. Naja, naja. Ein bisschen mehr Geld ist reingekommen. Wie sieht's aus? Menü muss ich wieder ändern. Inspektion ist passed. Bin ich zufrieden? Oh, Mutter. Was? Ich hab doch nichts gesagt. Menü. Was ist denn schon wieder? Was ist denn nicht angesagt? Hähnchen ist nicht mehr angesagt. Dann nehme ich mal was Einfaches, weil Nachos ist auch so eine Hardcore-Nummer. Gut, ich sag mal, Lasagne geht, wenn man da denn die Routine drin hat, weil Lasagne gibt es anscheinend nur eine Formel. Zumindest fürs Erste. Das geht dann. Das kriegen wir hin. Jetzt sind wir langsam vom Fastfood-Restaurant, geht es jetzt langsam so ein bisschen ins wirkliche Restaurant. Auch wenn Lasagne jetzt noch nicht so das Gelbe vom Eis. Mit Sherry. Scheiße. Sherry, du komm, Sherry kriegst du dazu. Ey, war okay, ist der Sherry dabei gewesen? Tut mir leid. Ich habe falsche Taste gedrückt. Kann mal vorkommen. Wupp,
Wieso habe ich die Maus hier im Weg? Das da so, so und. Bäm. Ich hoffe, das war richtig. Ich weiß es nicht. Ding Dong. Du möchtest, Scoop Vanille und Schoko. Vanille und Schoko, bitteschön. Was ist das da so? Ja, mein Bass ist wieder auf 0% gesungen. Das ist ja echt übel. Du möchtest Cinnamon haben. Bitte schön. Das ist wenigstens gut gemacht, weil du hast den Buchstaben und dann drückst du genau das, was er haben will. Das passt ganz gut. Wenn das so mehrere Sachen sind, dann wird das kombinationstechnisch ganz schön complicated manchmal. Tausend Cheese und Mushrooms. Das kann man sich gut merken, weil das immer die Anfangsbuchstaben sind. Bei der Kirsche zum Beispiel steht da dran, ich weiß gar nicht warum. Zack, 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 zack. Bam. Diese. Willst du am Ranch Greens, bitteschön. Bing Dong, und du möchtest haben eine Small Diet mit Eis und Kleber. Salat, Ranch Mushrooms, bitteschön. Und Salat, Ranch Greens, und der Müll muss auch noch raus. Zack, zack, zack. Eine Lasagne. Zack, 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 zack. Fertig. Oh nein. Ranch Greens. Zack, zack, zack. Scheiße. Was hab ich jetzt vergessen? Scheiße. Die war nicht korrekt. 3 und die 4. Oh nein. 2. Muss ich es schnell sauer machen? Das wird jetzt aber fies. Komm schon, die Pizza muss raus, die Lasagne muss raus, 4 muss raus, jetzt erstmal 1000 Island Cheese und Onions, die 4 muss raus, Toilette und Eis, Mann, Mann, Mann. So, jetzt haben wir es aber wieder, hier, das macht mich echt fertig, Mann. Zack, 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 zack. Kann man das nicht einfach so reinschmeißen schon, fertig irgendwie, gibt's das nicht schon so? Wobei, frisch ist meistens besser. Auch wenn man sie selber macht, ist sogar noch besser meistens. Zumindest wenn man weiß, was man tut. Wenn man da so Ingredients reinschmeißt, die da nicht so unbedingt reingehören. Kann auch gut schmecken, aber ich habe die Erfahrung gemacht, meistens funktioniert das nicht so gut. So, eine Lasagne und bitteschön. Achso, du musst noch warten. Okay, tut mir leid. Dann musst du gerade warten. Zack, bitteschön. Du möchtest nichts. Okay. Kriegen wir hin. Ich muss die Nachos irgendwann mal wieder reinnehmen. Das wird mich noch irgendwann das Gelick brechen, ey. Zack, zack, zack. Wir sind eine saubere Gesellschaft hier. Etablissement. Salz und Butter. Schön. Ach ja. Ich frage mich ja, wann ich den ersten Stern kriege. Achso, ich brauche die Tipps, die ich kriege, weil ich so schlecht bin. Tja, Run, Cheese und alles drauf. Bitteschön. Und Teller waschen. So, auch sauber. Erledigt. Die Musik ist schon wieder schön auf der Durchreise. Ich frage mich, wie der das Geld hier reinschmeißt. So im Werfen oder? Im Laufen, so werfen oder so? Tja. Willst du haben? 3 Vanille. Jetzt haben wir wieder Rush Hour. Du willst einen Medium Tee haben mit Eis. Zack, ist erledigt. Du möchtest einen kleinen Tee haben mit Eis. Zwei erledigt. Ranch Cheese, bitteschön. Und du möchtest Ranch Cheese Bacon haben. Und du möchtest Ranch Cheese Bacon. Alles zufrieden? Alles zufrieden. Und ich bin auch zufrieden. Ranch Cheese Onion. Auch zufrieden. Auch zufrieden. Du möchtest eine große Cola mit Eis. Zack. So. 2 und 3 möchte Ranch und Cheese haben. Pizza ist fertig. Und 4 möchte Ranch, Cheese und Onions haben. Und ich muss kurz den Müll rausbringen. So. Und sauber machen wir auch gerade. Da muss ich kurz warten, Kollege. Ich bin. So, du möchtest haben Greens. Und du möchtest haben eine Lasagne.
Also möchtest du haben eine Large Grape mit Eis. Du möchtest haben 1000 Island Cheese Greens. Und du möchtest haben eine Large Diet mit Eis und Flavor. So, den müssen wir noch raushauen, die Lasagne hier. Die ist nicht fertig. Du kriegst noch das. Und dann sind alle glücklich und wir haben schon 8 Uhr. Sehr schön. Hey, Karamba. Du möchtest haben das, das und das. Ding-Bong? Tee? Okay, ich habe. Ich habe. Dreimal Schoko. Bitteschön. Du kommst. 21er Kombo. Naja, für den Anfang, ich glaube, das ist okay. Kann man nicht meckern. Du möchtest haben, nichts. Schön. Und Dämbel muss auch wieder raus. Ist ja auch fast Feierabend, nicht wahr? So, ein Kunde noch, oder was? Auf einen schnellen Hüpper? Nee, nur kurz zu der Sauber. Okay, kriegen wir hin. Geschafft. Wieder ein erfolgreicher Arbeitstag geschafft. Jawohl, ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.